Ja, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Trackmania Turbo. Und wir fangen direkt mal hiermit an mit Rennen 8. Das haben wir letztes Mal ausgelassen, weil ich ein bisschen verwirrt war, wie viele Rennen wir ja noch hatten. Los geht's mit Rennen 8. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwelche Gegner auch mal hier haben, weil es sind zwar hier einige Gegner immer angezeichnet, aber ob wir jetzt so aktiv gegen irgendwelche andere Gegner spielen, ist natürlich eine andere Frage, ne? So, hier rechts rum. Oder fahren wir einfach immer nur gegen die Zeit? Das ist natürlich auch mal eine gute Frage, die sehr interessant wäre. Komm schon, Baby. Da ist das Ziel, oder? Wow. What the fuck? Ah, okay. Mit Y kann ich also zurücksetzen. Und mit B kann ich Neustart machen. Aber anscheinend haben wir im Bett gerade ein bisschen zu viel Gas gegeben. Das ist ja auch mal was Neues. Wir haben zu viel Gas gegeben. Ich dachte, hier gibt es nicht zu viel Gas. Mal ein bisschen abchecken. Ich bin jetzt voll vom Gas gegangen, aber diesmal schaffen wir es nicht. Scheiße. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwer, das richtige Timing da zu treffen. Wie viel Speed man da geben muss. Scheiße, das ist ja immer eine Herausforderung. Auch eher nervig, ne? So, jetzt bin ich mal kurz vom Gas gegangen. Alter Verwalter, jetzt... Verdammt nochmal, ey, jetzt bin ich da... Ah, jetzt habe ich zu wenig Gas gegeben, ey. Jetzt bin ich fast da durchgeschlupft durch dieses kleine Loch, aber... Nee, das wäre irgendwie ein bisschen blöd. So. Jetzt gebe ich mal Vollgas nochmal. Und kurz vom Gas gehen und wieder Vollgas. Ja, 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 das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus, das sieht sehr gut aus. Da ist doch das Ziel, Mann. Verdammt nochmal, warum... Ah, ich krieg die Krise, ey. Shit. Das ist das erste schwere Rennen, was ein bisschen Probleme bereitet. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Mann, 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 Mann. So, wieder Vollgas, Leute. Kurz vom Gas gehen und wieder Vollgas drauf. Ja, das sieht diesmal sehr gut aus. Ey, komm schon, Baby. Land das Ding, land das Ding, land das Ding, ey. Da vorne ist das Finish. Ey, Goldmedaille. Jawohl, ey. Hat sich ja doch gelohnt. Jetzt nochmal ein paar Mal zu restarten. So, Fracken 9. Da sehen wir auch die Steuerung, die wir, ja, hätten wir schon mal ein bisschen vorher gebraucht. 29,72, das merken wir uns mal. Knapp unter 30 Sekunden müssen wir also irgendwie mal hier die Strecke bewältigen. Die Strecken werden natürlich immer verrückter, das kennt man ja auch von Trackmania teilweise. Ich weiß, aber manchmal denke ich mir so, ah, muss ich driften, muss ich driften, muss ich driften oder muss ich einfach nur einlenken? Das hat bestimmt ein bisschen Zeit gekostet. Ah, hier glaube ich, ist Driften nicht so vorteilhaft. Ah, Mann. Wird immer ein bisschen komplizierter, die Strecken. Wahnsinn. Also, wer überall hier Gold fährt, da habe ich echt meinen allertiefsten Respekt für. Weil da manchmal, wenn ich mir so manche Strecken angucke, hier, ey, das ist ja unfassbar. Wow, 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 wow. Fast wieder dagegen geknallt. Mann, 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 ey. Ich hätte mir mal besser die Zeit einbringen sollen. Dann hätte ich auch ungefähr sagen können, wie lang die Strecke ist. Weil hier kommen die ständiger Checkpoints, kommen hier ständig. Da vorne ist das Ziel, ey. Mann, 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 das war aber nur eine Silbermedaille. Ah, ich bin mit Silber erstmal zufrieden, ne? Mann, ey. So, das ist jetzt das 10. Rennen. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie viel wir überhaupt fahren pro Let's Play-Folge. 1,19 bzw. 1,20 müssen wir knacken diesmal. Bin mal gespannt, ey. Okay, hier werde ich mal nicht driften. Als noch einigermaßen so okay aussieht. So, hier müssen wir driften. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Keine Ahnung. Falls einer weiß, ob das schneller ist mit dem Driften, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Weil dann versuche ich mal nur zu driften, wenn das wirklich schneller sein sollte. Offroad geht's jetzt. Ui. Wow, manchmal sieht man gar nicht, wo man herfahren soll. Ja, das sieht auf jeden Fall ein bisschen schneller aus, als wenn wir normal da durchgefahren wären. Deswegen denke ich mal, dass Driften schon ganz sinnvoll ist. Okay, wir haben wieder hier 2 von 3 Runden. So läuft also der Hase. Ah, okay, das ist also wieder eine Rundstrecke. Meine Güte. So, komm schon. Komm schon, Baby, komm schon. Do it. Da war Start und Ziel, falls das einer wissen wollte. Das sieht man nämlich nicht direkt so auf Anhieb.
Ah, verdammt, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich glaube nicht, dass wir auf Goldkurs sind. Ah, wir müssen ja 1,19 knacken. Da sind wir jetzt gerade im Moment ziemlich weit weg. Da ist zwar das Ziel, aber das schaffen wir leider nicht mehr. Weil wir auch hier keine Beschleunigungsdinger haben. Wow, da war das Ziel. Ach, Silber. Ey, wir waren insgesamt 6 Sekunden langsamer. Boah, das ist natürlich eine Hausnummer. So, zurück zur Streckenauswahl. So, die haben wir jetzt alle abgeschlossen. Es geht weiter mit Down Valley and Dirty. Okay. Los geht's mit Random Elf. Na komm, was lädt er denn heute so lange? So, wir müssen knapp unter 30 Sekunden kommen. Oh, das ist wieder eine andere Karre, Leute. Das sind immer andere Karren. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen zu driften. Ah, oh, man sieht kaum was, wenn der so hoch springt. Wow. Wow, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Was habe ich da abgeworfen? Heckspoiler oder? Wow, 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 wow. Okay, ich beruhige mich. Vielleicht sollte ich nicht immer direkt komplett einen Neustart machen. Aber dann denke ich mir so, oh, wenn ich nicht komplett einen Neustart mache, dann wird das doch eh nichts mehr mit der Goldmedaille. Beziehungsweise Silbermedaille, weil die Zeit bleibt ja auch nicht stehen. Die läuft ja gnadenlos weiter. Aber mit dem Ding kann man driften 0,0. Aber wirklich 0,0, ey. Gar keine Driftmaschine. Hier werden wir auf jeden Fall diesmal ein bisschen gerade bleiben. Nicht, dass wir wieder hier irgendwie auf die Straße kommen, auf die Straßenbegrenzung. Da ist was in der Nähe. Und da ist das Ziel. 29,86. Ich glaube, das war knapp an Gold vorbei, aber haarscharf. Ich weiß jetzt nicht, was Gold ist, aber wir fahren mal die nächste Strecke. Ich denke mal, die Let's Plays werden sich so um 10 Minuten wegen. Das können wir uns so ungefähr einpendeln, weil 30 Sekunden müssen wir knacken. Also sonst ist das, glaube ich, ein bisschen too much, zu viele Strecken auf einmal. Deswegen werden wir uns ungefähr immer 10 Minuten bewegen, damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Das hat wieder Zeit gekostet. Zu zweit oder zu dritt macht das natürlich wahrscheinlich viel mehr Bock, ne, Leute? Aber erstmal werden wir hier mal die Solo-Kampagne durchspielen. Und dann können wir immer noch mal schauen. Vielleicht hat ja irgendein Abonnent, ja, was ist denn jetzt? Vielleicht hat ja eigentlich irgendein Abonnent Bock, zu zocken oder so. Aber Moment mal. Fahren jetzt direkt mal weiter. Ich habe eigentlich nicht auf Start gedrückt, aber was soll's. Shit, ey. Da war auch schon das Ziel und wir haben nur wieder Silber geschafft. Unter 30 Sekunden hätten wir ungefähr kommen müssen. So, nächste Strecke. Ich glaube, das ist so ungefähr die vorletzte, vielleicht letzte Strecke für heute. Dieses 3, 2, 1, das ist irgendwie immer in verschiedenen Sprachen, habe ich so das Gefühl. Mal Deutsch, mal Englisch, mal, keine Ahnung, Japanisch. Wow, das ist mal krass Offroad. Shit. Wow, das ist ja mega Offroad. Fuck, 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 ich habe mich verfahren, ey. Okay, Neustart. Da habe ich mich echt voll verzettelt, ey. Das kennen wir ja gar nicht aus der letzten Folge, dass ich so oft Neustart drücken musste. Heute ist das ja schon fast die Regel, ey, dass man mindestens mal eine Strecke Neustart. Komm schon, ey. Oh, das war knapp. Da vorne müssen wir durch, ey. Das sieht man kaum bis gar nicht, ey. Scheiße. So, mit den Dingern kann man auf jeden Fall nicht driften. Beziehungsweise kaum. Boah, das hat uns gebremst, das Wasser. Da ist schon das Ziel. Und wir haben eine Goldmedaille gewonnen. Ja, vielen Dank. Geil. Also, weil wir gerade Gold gewonnen haben, können wir auf jeden Fall nochmal nächste Rennen und nächste Strecke fahren. Als Bonus so. Weil eigentlich wollte ich so, ja, so maximal 10 Minuten spielen, aber die fahren wir noch. Die ist sehr kurz anscheinend. Wir fahren jetzt hier auf jeden Fall durch die Walachei. Das sah ziemlich nach Offroad aus. Oh, Wasser ist ganz schlecht. Das hält uns zu sehr auf, ey. Drüber springen können wir aber im Moment irgendwie gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, aus der Seite vorbei geht auch nicht wirklich, ey. Und wir haben Silbermedaille gewonnen, ne? Ja, 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 ja. So, zurück zur Streckenauswahl erstmal.
Hier sieht man die Medaillen hier oben. Das sieht man kaum. Neben der Zahl direkt. Silber, Silber, Gold, Silber. Also wie gesagt, Silber, wenn wir uns echt nicht zu blöd anstellen, können wir immer gewinnen. Morgen geht's weiter mit Level, beziehungsweise Rennen 15. Ja, Rennen 15, Multilab. Ah, das heißt hier Rundkurs. Alles klar, dann lerne ich auch nochmal ein bisschen was dazu. Ja, morgen geht's weiter mit, Trackmania Turbo!